Moin, was geht? Exo hier. Endlich ist es soweit. Endlich konnten wir was zu Modern Warfare 2 sehen. Und ich muss persönlich sagen, gefällt mir auf jeden Fall tausendmal besser wie die letzten zwei Ableger Cold War und Vanguard. Modern Warfare ist genau das Setting, was ich brauche, was ich liebe. Und man sieht auch schon Parallelen zum ersten Teil, was den Trailer angeht. Da bin ich absoluter Fan von. Beziehungsweise, wenn man sich jetzt einmal umschaut, die letzten drei Ableger Vanguard, Cold War, Modern Warfare, hat mir Modern Warfare persönlich am besten gefallen. Deswegen freut es mich, dass Modern Warfare einen Nachfolger bekommt. Ich habe mir erst gedacht, machst du eine Trailer-Reaction, aber ihr kennt mich ja, ich bin keiner, der künstlich da ausrastet, Hype schiebt oder sonstiges. Ich sehe jetzt schon die zig Millionen Thumbnails, wo sich Leute an den Kopf packen oder die bekannte Blowjob-Geste machen und in ein paar Monaten haten sie es. Stattdessen reden wir heute mal über ein paar Fakten, die wir den Trailer schon entnehmen können. Am Ende des Trailers sehen wir PlayStation-exklusiv. Das bedeutet, dass PlayStation mal wieder Vorrang hat, wie wir es aus den vergangenen Teilen kennen. Das bedeutet eine frühere Beta, vielleicht mal wieder mehr Klassen, mehr IP oder sonstiges. Kleine Bonis halt. Ich hoffe, das endet nicht so wie in Cold War, dass PlayStation-Besitzer einen separaten Modus bekommen, den nur PlayStation-Besitzer ein Jahr spielen können. Das wäre wirklich sehr, sehr schade. Das bedeutet für uns, wir müssen auf Beta-Wochenende 2 warten, damit die Beta auch auf dem PC startet, um zu sehen, wie die Grafik denn jetzt komplett ist, so sage ich das einfach mal. PlayStation hat ja keine native Auflösung, bisschen schlechtere Grafik, deswegen werden wir das ganze Ausmaß erst am zweiten Beta-Wochenende erfahren. Außerdem wurde auch bekannt gegeben, dass man ab sofort vorbestellen kann. Man kann einmal die Standard Edition vorbestellen, das Cross-Gen-Bundle, was darauf schließen lässt, dass wir leider Gottes auch wieder die alten Generationen mit drin haben. Was daran schlecht ist, ist eigentlich ziemlich simpel. PC, PS5, die neue Xbox werden durch die alten Generationen ausgebremst, weil die Entwickler durchaus die Grafik zurückschrauben müssen, dass es nicht aufs Äußerste treiben, dass das Spiel trotzdem weiterhin auf der PS4 spielbar sein wird. Nichtsdestotrotz, wartet ab bei den alten Generationen mit dem Vorbestellen. In der Vergangenheit, könnt ihr gerne mal googeln, ich meine, das war Black Ops 3, wenn ich mich nicht irre. Da sah das Spiel extra schlecht gemacht auf den alten Konsolen aus. Also es war wirklich absolut heftig. Außerdem gab es damals auch auf den alten Konsolen kein Singleplayer und ich glaube noch einen besonderen Modus. Ich weiß es nicht mehr genau. Erkundigt euch da und wartet ab. Nicht, dass später das Geschrei groß ist. Das war nämlich damals ein richtiger Shitstorm, den Activision meiner Meinung nach zu Recht kassiert hat. Deswegen abwarten, ganz wichtig. Zu guter Letzt haben wir wieder das größte Bundle, das Vault Bundle. Skins, Cosmetics, nichts der Rede wert, ist absolut keine Pflicht, hat man nichts Besonderes von, außer man möchte halt das Geld investieren. Also so, wie man es schon kennt von den letzten drei Call of Duties. Ich persönlich kann euch nur raten, bestellt nicht vor, steckt nicht wieder den Entwicklern das Geld in den Rachen für was, wo man eigentlich noch gar nichts von weiß, was man nicht mal angetestet hat, weil später ist im Nachhinein wieder das Geschrei groß und in meinen Augen, wer 2022 blind noch ein Spiel vorbestellt, weiß ich nicht. Finde ich persönlich ein bisschen lost. Ich persönlich habe auch die Erfahrungen gemacht, erst von Jahren bei Cyberpunk und letztes Jahr bei Battlefield. Also ich persönlich habe mich da im Endeffekt selber in den Arsch getreten. Also ich persönlich werde nichts mehr vorbestellen. Ich würde euch auch raten, wartet ab, bis die Beta kommt. An einen Beta-Code kommt man immer dran. Call of Duty war bis jetzt noch niemals ausverkauft. Ihr werdet immer eine Edition ergattern und wenn man jetzt beispielsweise vor der Beta steht, man hat keinen Code, dann holt man sich schnell einen auf der Keyseller-Seite, 3 Euro, fertig, dann kann man es wenigstens mal vernünftig antesten. Auf welchen Punkt ich damit hinaus möchte, ist eigentlich ziemlich simpel. Ich persönlich möchte nicht, dass ihr wegen irgendeinem Video von mir irgendein Spiel vorbestellt. In der Beta werdet ihr Gameplay sehen und danach kann man es wirklich fair beurteilen oder beziehungsweise auch selber spielen, ob man das Spiel haben möchte oder nicht. Weil im Nachhinein heißt es dann, ja, du hast MW2 gut geredet, bla bla bla, ich habe es mir dann vorbestellt, was weiß ich nicht alles. Ich bin auch positiv gestimmt, was MW2 derzeit angeht. Es gibt ja schon viele Leaks rund um SBMM etc. Ich persönlich bin gut eingestimmt auf das Ganze, habe momentan 0,0 Hate. Das heißt aber nicht darum, dass ich euch hypen muss, dass ihr zur Kasse greift. Das ist einmal ganz wichtig klarzustellen, dass wir uns alle verstehen, ne? Waffen haben wir auch gesehen, die verschiedenen Varianten kann man noch nicht so richtig sagen. Ich bin ja jetzt nicht so der Waffenfreak. Was man sehen kann, ist eine neuere Variante der M4A1 und der AK-74. Das wird aber wahrscheinlich irgendeine besondere Variante sein, die da nochmal einen besonderen Namen hat. Wie beispielsweise aus Battlefield, ich glaube da heißt die M4A1, M5 oder
So, da wird in Zukunft auch nochmal ein Video zu kommen. Da schauen wir uns mal die ganzen Waffen an, wenn die Leaker das herausgefunden haben, weil ich persönlich bin echt kein Waffenfreak. Reden wir zum Schluss einmal über die Grafik. Und die Grafik ist natürlich schwer zu bestimmen in einem Cinematic Trailer. Aber so wie das jetzt mein Auge sieht, man kann ja von einem Cinematic Trailer ein paar Schippen runterrechnen. So die Lichter etc. wie die fallen. Das ist natürlich alles übertrieben in einem Cinematic Trailer. Aber man kann schon davon ausgehen, dass wenn man ein paar Schippen runterpackt von der Grafik, dass man so ungefähr die Ingame-Grafik hat. Modern Warfare 2019 war auch kein hässliches Spiel, war für mich eine Grafik, die absolut okay ist. Also wenn das jetzt, nehmen wir es einfach mal an, es kommt keine neue Engine, keine neue Grafikverbesserung, dann ist das für mich auch mehr als genug. Das Einzige, was mich immer gestört hat, dass in Warzone die Grafik so beschissen ist. Das ist ein höllenweiter Unterschied zum Multiplayer. Könnt ihr gerne mal googeln, Superstore Verdansk und dann Superstore Multiplayer. Da wurde nämlich ordentlich die Grafik genervt. Aber grafiktechnisch kann ich persönlich mich jetzt nicht beschweren. Ich spiele Call of Duty nicht wegen der Grafik, sondern wegen dem Gameplay, wegen dem arcade-lastigen Gameplay. Wie seid ihr auf den Trailer zu sprechen? Seid ihr hyped? Sagt ihr eher, ich warte erstmal ab, ich mach das so, wie du mir geraten hast mit dem Betas und dann mal gucken, ob ich es mir vorbestelle. Wie ist eure Haltung zu dem Ganzen? Schreibt mir sehr gerne Feedback in die Kommentare und ich hoffe einfach, dass MW2 dieses Jahr ein wunderschönes Call of Duty sein wird, weil die letzten drei Call of Duties, die waren jetzt ja nicht ganz so. Ich hoffe, sie haben aus den Fehlern von Modern Warfare 2019 gelernt und wir hoffen nur das Beste, dass wir alle ein wunderschönes Call of Duty haben. Und damit wünsche ich euch auch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.